B1.3. Berechnen Sie den Flächeninhalt A des Trapezes ABCD. Und ein Zwischenergebnis oder das Endergebnis ist auch angegeben. So, ich orientiere mich nochmal rechts an meiner Skizze. Flächeninhalt des Trapezes berechnen. Dafür muss man sich jetzt erstmal eine Flächenformel für dieses Trapez überlegen. Entweder man schaut eine Formelsammlung nach und sucht gleich nach der entsprechenden Formel fürs Trapez. Da finden wir A ist gleich 0,5 mal jetzt die beiden parallelen Seiten addiert, also AB plus CD wäre es in dem Fall, und mal die Höhe. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, man zerlegt dieses Trapez in zwei Dreiecke und berechnet den Flächeninhalt der Dreiecke. Also A Trapez ist gleich Flächeninhalt des Dreiecks ABC plus Flächeninhalt des Dreiecks ACD. So, diese zwei Möglichkeiten gibt es, sind wahrscheinlich die einfachsten. Ich überlege jetzt mal, ob die obere Möglichkeit geht. 0,5 mal die Länge der parallelen Seiten mal H. So, AB ist bekannt. Das da kenne ich, das sind 7 cm. Aber wie groß sind die anderen beiden? Ja, CD und H. Kann ich die überhaupt rausfinden oder muss ich die andere Formel benutzen? Naja, die Höhe im Trapez, das ist so eine ganz, ganz typische Aufgabe. Nämlich, die kann man zusätzlich einzeichnen. Die Höhe wird im Prinzip so, Höhen steht immer senkrecht, also habe ich automatisch einen rechten Winkel drin. So, und jetzt merke ich schon, die Strecke BC ist bekannt. Ja, ich kriege so ein rechtwinkliges Dreieck, BC und nennen wir den meinetwegen Punkt N, BCN. Ich kenne die Strecke BC mit 10 cm und ich kenne zusätzlich diesen Winkel hier. Warum? Der da ist 90 Grad, ja, will senkrecht, und ich weiß, der komplett hier unten, der war 109,62 Grad. Also bleibt für diesen Winkel hier noch die Differenz übrig. Ich schreibe es mal so, 109,62 minus 90 Grad. Also kenne ich auch den Winkel. Was bringt mir das jetzt? Ja, wenn ich die Höhe H, also die Strecke BN, berechnen möchte, habe ich ein rechtwinkliges Dreieck. Damit funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens und Pythagoras. Ich kenne den Winkel, ich kenne die Hypotenuse in diesem Dreieck. Die Höhe ist die Ankathete zu diesem Winkel. Ja, die liegt an dem Winkel an. Also brauche ich den Cosinus, um diese Höhe zu berechnen. Würde also funktionieren. So, bleibt natürlich noch die Frage, wie kriege ich oben hier diese Strecke CD raus, die da. Brauche ich ja für meine Formel genauso. Müssen wir halt überlegen, ob man irgendwie drauf kommt. Ich kenne das Dreieck ACD. Ja, suchen wir mal Dreiecke, wo die Strecke drin liegt. Ich kenne den Winkel mit 50 Grad, den CAD. Und ich kenne die Strecke AC mit 14 cm. So, augenscheinlich ist das alles, aber ich kenne tatsächlich noch mehr, weil ich kenne diesen Winkel hier. Warum? Das ist ein Z-Winkel zu unten. Ja, zwei parallele Strecken, zwei parallele Geraden zueinander. Dort gilt ein Z-Winkel, sind gleich groß. Ja, der 42,28 Grad hier unten liegt also auch nochmal hier oben 42,28 Grad. So, dann kenne ich jetzt zwei Winkel in diesem Dreieck, dann kann ich den dritten hier auch sofort ausrechnen, nämlich Innenwinkelsumme sind 180 Grad, also ist der 180 Grad minus 50 minus 42,28 Grad. Und das sind, glaube ich, 87,272 Grad. So, was bringt mir das jetzt? Schaue ich nochmal nach. Es ist kein rechtwinkliges Dreieck, also funktioniert höchstens Sinussatz oder Cosinussatz. Für einen Cosinussatz bräuchte ich drei Seiten, aber die Seite AD ist mir nicht bekannt, also kann er nicht funktionieren. Für einen Sinussatz brauche ich zwei Seiten und die jeweils gegenüberliegenden Winkel. Wenn ich die Strecke AC als Seite nehme, kenne ich den gegenüberliegenden Winkel mit 87,72 Grad. Die Strecke DC möchte ich ja berechnen, also brauche ich da den gegenüberliegenden Winkel. Und den kenne ich schon, der ist die 50 Grad hier unten. Also kann ich mit dem Sinussatz tatsächlich die Strecke DC berechnen. Und damit hätte ich alles für meine Flächenformel. Als kleiner Hinweis, für die untere Formel mit den beiden Dreiecken muss ich das ganz, ganz ähnlich berechnen. Ja, da brauche ich auch die Strecke CD oder irgendwie AD, um das ausrechnen zu können.
Das läuft also im Prinzip auf die gleichen, fast auf die gleichen Rechnungen hinaus. So, ich benutze jetzt die Oberrechnung, nämlich mit der Flächenformel fürs Trapez. Schreibe es nochmal auf, 0,5 mal AB plus CD mal H. So, fange ich mit der Höhe H an. Die habe ich jetzt hier in meiner Skizze BN genannt, damit man einfach Bescheid weiß, wo liegt eigentlich H. Das, ja, der Mathelehrer, der Korrekteur weiß, aha, das ist gemeint. So, wie gesagt, rechtwinkliges Dreieck. Gehen wir es nochmal durch. Hier liegt der Winkel. Die gesuchte Seite liegt an, also brauchen wir Ankathete und Hypotenuse. Schauen wir in der Formelsammlung nach. Das ist der Kosinus, also Kosinus des bekannten Winkels. Das waren, der Winkel hieß CBN. Ist gleich, und jetzt Ankathete, BN, geteilt durch die Hypotenuse BC. So, bekannte Größen einsetzen. Kosinus von 109,62 minus 90 ist gleich, BN ist nach wie vor unbekannt und die Strecke BC sind 10 cm. Halt 10 einfügen. So, nach BN auflösen, entweder durch einen Solver schicken, wenn der Taschenrechner das kann, oder ich multipliziere mit dem Nenner und dann erhalte ich 10 mal Cosinus von, ja, das kann ich ja im Kopf noch ein bisschen zusammenfassen. 19,62 ist gleich die Strecke BN, also die Höhe. So, das rechne ich jetzt aus. Das kann jetzt tatsächlich jeder Taschenrechner rechnen. Und da kommt eine Länge von 9,42 cm raus. So, habe ich die Höhe schon mal berechnet. Jetzt brauche ich die andere noch, nämlich oben die CD. Also, wie gesagt, als Voraussetzung der Winkel oben, der Winkel DCA ist genauso groß wie der Winkel BAC, weil Z-Winkel, damit 42,28 Grad. Dann zusätzlich der Winkel ADC ist, Innenwinkelsumme ansetzen, 180 Grad minus Winkel CAD minus Winkel DCA einsetzen. 180 Grad minus 50 Grad minus, das waren die 42,28 Grad. Das sind die vorher bereits erwähnten 87,72 Grad. So, jetzt brauche ich noch die Strecke DC. Da haben wir gesagt Sinussatz, weil hier die Strecke AD nicht bekannt ist, funktioniert der Kosinussatz ja nicht. Also ich fange immer mit der unbekannten Strecke an. DC zu Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also zu Sinus 50, ist gleich AC zu Sinus 87,72 Grad. Also Strecke DC lässt sich berechnen durch DC geteilt durch Sinus vom Winkel, was war das nochmal, der CAD, ist gleich die andere Strecke AC geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, und das war der ADC. So, wieder gilt Größen einsetzen, die bekannt sind. DC geteilt durch Sinus von 50 Grad ist gleich AC waren 14 geteilt durch Sinus 87,72 Grad. So, kann man wieder durch den Solver schicken oder auflösen, sodass DC alleine steht, also mit Sinus 50 multiplizieren, damit es unten aus dem Nenner rauskommt. Dann folgt daraus, DC ist gleich 14 mal Sinus 50 geteilt durch Sinus 87,72 Grad.
So, das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und dann folgt für CD eine Länge von 10,73 cm. Und letzter Schritt ist, das noch in die Flächenformel einzusetzen. Also A vom Trapez ist gleich 0,5 mal. Wir brauchen die Strecke AB mit 7 plus die Strecke CD mit 10,73 multipliziert mit der Höhe. Nochmal nachschlagen, haben wir hier stehen mit 9,42 cm. Das tippt man in den Taschenrechner ein und erhält dann die hoffentlich gesuchten 83,51 Quadratzentimeter. Ja, und damit haben wir den Flächeninhalt berechnet.